Hallo, Servus, mein Name ist Oliver Neumann. Ich bin einer der Gründer von BeBrassy und PGA Professional. Ihr kennt vielleicht den Ausdruck Texas Wedge. Das bedeutet, man nimmt den Putter von außerhalb des Grüns und das ist eine, ja, auch von mir sehr häufig benutzte Schlagart. Jetzt ist die Frage, wie gibt man das am besten bei BeBrassy ein? Ich mache das folgendermaßen und das hat für mich eigentlich den meisten Nutzen. Ich positioniere den Ball entsprechend eben halt außerhalb des Grüns, also diesen Punkt, und gehe dann auf Schlägerwahl, wähle Putter, aber bei Schlagart mache ich Chip. Damit geht dieser Schlag nicht in die Putt-Statistiken ein, aber ich habe ihn in meinen Kurzspielstatistiken und ich sehe auch in meinen Kurzspielstatistiken, wenn ich filter, entsprechend eben halt auch, welche ich mit dem sozusagen mit dem Putter gespielt habe. Und damit ist der Schlag richtig erfasst und statistisch vor allem korrekt erfasst. Und ihr könnt dann ja diese Schlagart weiter perfektionieren und euch erfreuen, dass ihr damit viele Schläge gespart habt.